Neues Jahr, neues Konzert und bei der Trachtenmusikkapelle Wals ein neuer Kapellmeister. Konzerte als Musiker hat er schon gespielt in der Walserfeldhalle, aber noch keines als Kapellmeister. Joachim Meislinger Junior. Mit seinen Musikern machte er standesgemäß den Auftakt des Benefizkonzertes. Gut, weil alles gut funktioniert hat. Ist natürlich gewaltig für die Musik, vor so viel Leuten spielen. Ist immer wirklich ein klasse Konzert da. Die Militärmusik von Kapellmeister Oberst Ernst Herzog ist Stammgast in der Walserfeldhalle. Doch dieses Mal hat er eine besondere Überraschung mitgebracht. Die Schlagzeuger der Militärmusik Salzburg in einer Soloformation. Ja, das ist das Schlagzeugensemble der Militärmusik Salzburg. Junge Burschen mit voller Elan und das taugt einer voll. Und ich glaube, das war ein tolles Erlebnis. Die können ja ein eigenes Soloprogramm auch spielen. Ja, die Tour, die bin ich, weil ich brauche die Burschen zum Spielen und wenn zwischendurch mal was ist, sehr gerne. Einen besonderen musikalischen Ohrenschmaus bekommen die Gäste von der Polizeimusik Salzburg. Die Sängerin Doris Berchtaler singt Andrew Lloyd Webbers Memory aus dem Musical Cats. Natürlich, wenn man Zeit warten muss, bevor man dran kommt, dann, ist das, dann steigt der Puls ein bisschen. Aber wenn ich da umstehe auf der Bühne, dann ist das ganz ein gutes Gefühl. Und mir taugt es einfach, die Leute Freude machen mit meinem Gesang. Und wenn es für so einen guten Zweck ist, dann ist das noch einmal schöner. Ein überaus positives Resümee zieht der Präsident des Lions Club Wals-Sitzenheim, Harald Haselwanter. Wir sind sehr, sehr stolz. Es ist bei uns jetzt das 10. Benefizkonzert, das wir veranstalten. Wir sind immer ausverkauft gewesen. Die Leute sind begeistert. Die Musikdarstellung ist einfach genial. Und es ist einfach ein ganz tolles Gefühl, wenn man so eine Veranstaltung durchziehen kann, wenn man so eine Veranstaltung machen kann. Mit One Moment in Time, gespielt von allen drei Musikkapellen unter der Leitung von Joachim Meislinger Junior, geht ein großer Tag in Wals-Sitzenheim zu Ende.